In 15 Tagen, in 2 Wochen ist es in Deutschland. Euch danken wir. Euch Bogo. Der Baum ist 360 Jahre alt. Welcher Baum denn, mein Schatz? Ja. Boah, türkisch. Und wir sind heute bei Sivilen. Das ist ein Weingut bei Izmir. Und das hier ist die Nesche. Hello, welcome. Ich gerne. Und herzlich willkommen, sagt sie. Und wir werden gleich das Weingut mal komplett vorstellen. Baba. Komm. Ich gerne. Euch zurück. Herzlich willkommen, sagt er. Und das hier ist eine Ecke, die er uns gleich erzählt. Burası nedir? Burası bizim deneme bağımız dediğimiz gösterim yapıldığı bağımız Sauvignon Blanc çeşidi. Bu bağı koruduk. Burada bağcılıkta şaraplık üzümde. Geçen zaman üzerinde üzümün geçirdiği evreleri burada. Hmm. Bir değişik grupları anlatmak için bu küçük minyatür bağı koruduk buraya. Das hier ist ein kleiner Testrebe. Hier wird der Sauvignon Blanc angebaut. Und man probiert hier einfach, man zeigt hier die verschiedenen Stufen von den Weinreben. Und hat hier auch noch, wenn man hier hinkommt, wird das Ganze nochmal im Detail erklärt. Jetzt gucken wir uns mal. Yani ne zaman Haziran ayında falan geldiğiniz zaman siz buradan geçerken bu tarafı göremezsiniz. Yani yapraklar bunun içinde kapatmıştır, duvar gibi örmüştür. Ne kadar yeşil alan o kadar kaliteli üzüm demektir yani. Gerade noch mal gefragt, warum denn hier die Stängel mit den kleinen Früchten schon abgebrochen werden. Und er hat mir gesagt, an jedem Baum, der jetzt hier ist, müssen 6 Stränge am Ende bleiben. 6 Stränge mit Trauben. Das Ganze zieht sich dann hier hoch, die ganzen Blätter. Das hastalık. Hasan Bey, bu niye burada güllerimiz var? Bağların hastalık kontrolünde güllerimizi kontroller bitki olarak kullanıyoruz. Wir haben hier die Rosen, die uns helfen, während des Anbaus bestimmte Krankheiten zu erkennen. Das ist ein super Trick, total biologisch. Merhaba, gümlemiz gelmişti. Was ist das denn? Bu nedir? Kolombiya özel bir şey. Onun içinde daha etiketi bitmemiş yeni ürünümüz ama bundan siz tatacaksınız üretimi. So, wir haben hier nämlich gerade eine Probe bekommen. Da gibt es noch kein Etikett zu, aber wir haben schon mal einmal die Probe zum Probieren. 75. yılımız için şişelerimizi birazcık daha özelleştirmeye çalıştık. Und fürs 75-jährige Jubiläum haben sie das Ganze hier nochmal als Emblem hier direkt drauf platziert. İlk önce girdiğinizde göllerin yanındaki parsel Isabel Sauvignon. Bu bizim özel bir şarabımız. Evvelki sene dünyanın en iyi 100 beyaz şarabı seçildi. Onun için de 4. yayınlandı ve İngiltere Financial Times'da da bu gösterildi. Ondan sonra neyimiz var? Buradan yine hepsi Isabel buradaki bağlarımızdan. İkinci parsel Merlo'muz var. Aynen, değil mi? Evet. Ondan sonra 9. parsel şu anda 3. ve 2. parsel kupajımız var. Premium İzmir. Bunların hepsi İzmirli. Buralı. Okay, ich erzähle ganz kurz was zu den Weinen. Wir haben hier den Isabel Sauvignon Blanc. Wir reden immer hier von den Parzellen, das heißt immer die einzelnen Bereiche, wo die Weine gewachsen sind. Die werden auch so immer benannt. Parzell Nummer 2. Dann haben wir Buhangi Parzelle. Bu üstünde şöyle. Drittes und erstes gemischt. Dann haben wir hier Nummer 9. Das ist auch sehr wichtig. Ne, Ayla? Was gibt's von dir? Ein Riyash. Wir haben 12 Zuschauer. Dankeschön für die Zuschauer. Schon den Majestic getrunken haben,
in Deutschland. Hier haben wir jetzt das neue Etikett. Nesche möchte es euch direkt präsentieren. 75. yılımızdan dolayı daha kimse de yok. İlk defa siz çıkıyorsunuz. Wir haben die Premiere. Also, alle Etiketten werden im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums hier ausgetauscht. Und das ist jetzt hier Majestic. Das ist auch einer unserer Bestseller, muss ich sagen. Die Majestic-Reihe generell. Da gibt es einen Weißwein, einen Rosé, zwei Rotweine dazu. Und ist ganz, ganz toll, ganz sehr lecker. Auf jeden Fall solltet ihr das probieren. Wir sind die Ersten. Wir sind die Ersten, die dieses Etikett sehen. Und tercüme ediyorum. Bu pazar sevilenin şirat, bağlama misketi, derenin, zeytinlerin alt tarafındaki... Sevilen, wir sind auf höchsten, einer der höchsten Punkte. Wir haben hier Petit Verdot, wir haben Merlot, wir haben bağlama misketi, das ist eine Muskatsorte, die nur für hier angebaut wird. Und Albas Lambay hat uns gerade mal gezeigt, wo was angebaut ist. Und das ist ein riesiges Feld und wunderschöner Anblick. Jetzt sind wir hier bei Sevilen in der Fabrik. Hier wird der Wein hergestellt. Wir sind jetzt bei Sivel. Sie ist verantwortlich für die Fermentation. Und hinter uns seht ihr die ganzen Fässer, wo der Rotwein lagert. Svetlana, Gruppe Künstler Flavosch. Ne kadar bekliyor bu aşağıda? Normalde Sira, Cabernet Sauvignon Kötüler gibi ürünler, açıya daha uyumlu olan ürün çeşitlerini 14 ay kadar bekletiyoruz. Ama bizim yöresel ürünlerimiz olan Kalecik Karası, Öküz Bekleri, Boğaz Kediği 6 ay ve 8 ay arasında bekletiyoruz. Çünkü onun aromatik profilini kaybetmesini ve kıçın ön plana geçmesini istemiyoruz. Internationale Rebsorten wie zum Beispiel Cabernet Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot etc. werden ca. 14 Monate aufbewahrt, aber die regionalen Rebsorten wie Boaskir und Öküzgüzü oder Kalecik Karası 6 bis 8 Monate. Der Grund ist, das Aroma der Frucht, die von hier ist, der autochthonen Frucht, soll im Vordergrund sein und nicht unbedingt die des Fasses. Und das finde ich sehr interessant. Finde ich auch sehr schön, dass ihr das macht. Çok sevdim ben. Aynı zamanda tanel yapısı da çok güçlü olduğu için hem çok kaleci karısından hem çok fazla tanel hem de renk maddesi alamadığımız için o yüzden çok da uzun süre acıda dinlendirilmeye uygun gelişen alt çeşit, uzun çeşit değil. Die Kalecik Karası, wie ihr wisst, ist eine, eine Rebsorte, wo der Tanningehalt sehr gering ist. Und das würde sowieso das gesamte Aroma. Hallo, wir sind hier immer noch bei Sevilen. Ich habe hier etwas ganz typisch Deutsches entdeckt, und zwar Glühwein. Sie wird uns jetzt gleich nochmal erzählen, was das bedeutet. Buyurun, uns das anlatın isterseniz. İlk duyduğumuzda biz de çok yabancıydık. 96-98 yıllarında başladık çalışmaya üzerinde. Evinde kendi sıcak şarabını yapmaya ve içmeye başladı. Ja. Also hier haben Sie damit, Sie waren die Ersten, die diesen Glühwein quasi in der Türkei eingeführt haben. Für Sie war es am Anfang auch etwas ungewöhnlich, aber jetzt wird es sehr gerne getrunken, besonders in den Gebieten, wo Ski gefahren wird zum Beispiel. In den Wintermonaten verkaufen Sie das sehr, sehr gut. Aber ich bin nicht keine kleine Eile. In 15 Tagen, in 2 Wochen ist es in Deutschland. Euch geil, euch gut. Sizler de bekleriz. Ich zeig mich auch nochmal. Tschüss.